Wenn sie sitzen, aber ich muss ihr schwitzen. Ich zieh durch das Land im langen Gewand und nie zuvor war ich so angespannt. Mit nem Pferd, das verpennt ist, gerade jetzt, wo Advent ist, komm ich in ihr Haus, wie blöd sieht das aus, ach hat man es heute schwer als Nikolaus. In der Politik und auch beim Fernsehen und dort vor allem auf dem Showgebiet, da sehen wir, obwohl wir es nicht gern sehen, dass heute so manches Zugpferd nicht mehr zieht. Darum muss ich sie bitten, fahren sie nicht mit mir Schlitten. Geht schief dann und wann, dann schimpft mich nicht an. Zieh Leine mit Karel, du Weihnachtsmann. Was soll denn das? Zucker fürs Pferd. Da komm nun, du kannst mir besser helfen. Ne? Ja, komm her. Aber ich hab die Hälfte gefressen. Also oh ja, was? Ne, die sind echt, Heinz. Ach, die sind echt. Und die Nische? Ja. Ein Schlitten. Und Weihnachten, aber noch kein Schnee. Ich könnte schon wieder singen. Wann wird's mal wieder richtig Winter? So, danke schön. Noch mehr? Nein, mehr, das Rest behalte ich heute Abend. So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, an diesem Nikolausabend. Zu Hause, ich möchte Sie eigentlich etwas Schönes schenken zu Nikolaus. Hoffentlich eine schöne Show, aber bei dieser Show weiß man das nicht, weil man weiß nie, wie das Spiel, Kandidaten mit Showstars, wie das läuft. Aber ich hoffe, es wird sehr duftig. Aber Sie hier im Saal, ich möchte Sie etwas schenken. Sie haben alle gerade ein Überraschungsei gekriegt. Haben Sie das? Ja? Wenn Sie das aufdrehen, das ist Schokolade, das können Sie essen, aber da drin, da ist noch etwas, eine kleine Überraschung. Machen Sie das mal auf, so ein Plastikding. Brechen Sie es mal, dann geht es schneller. Und wer von Ihnen hat eine Nuss drin? Eine Nuss. Eine Nuss drin. Brechen Sie es mal auf. Aufbrechen einfach. Aufbrechen, ja. Wer hat eine Nuss? Sie haben eine Nuss? Ja, kommen Sie mal hier, kommen Sie mal hier. Kommen Sie mal hier. Alle anderen haben, glaube ich, so kleine Souvenirs. Kommen Sie mal hier rüber, ja? Bitte, meine Herren Fotografen, kunnen Sie die Dame mal voorbij lassen? Kommen Sie mal. Mal sehen. Ja, tatsächlich, Sie haben eine Nuss drin. Sehr typisch für diese Jahreszeit sind diese Nussknacker. Wir möchten mal einen aus dem Publikum einen Nussknacker schenken. Das sind Sie, Frau Witkowski. Frau Witkowski aus Bremen. Aus Bremen. Sie kriegen einen Nussknacker. Heinz, bring even einen Nussknacker rein, ja? Komm mal hier, diese Seite. Nee. Diese Nussknacker, die kriegen Sie. Mal gucken, ob es auch tut, Heinz. Oh, da können Sie riesen Nüsse reintun, ja? Oh. Haben Sie, ich tue ihn mal rein, haben Sie Platz dafür? Werden wir schon schaffen. Können Sie schon schaffen, ja? Na, viel Spaß mit diesem Nussknacker, Heinz. Kannst du die Dame eben begleiten mit dem Ding? Ja, bitte sehr, viel Spaß damit, ja? So, und hier sind jetzt 8 Kandidaten am laufenden Band. So, wir haben wieder ein paar aus der Schweiz. Herr Keller aus Zürich mit seiner Tochter Sonja. Dann Frau Zitier mit ihrem Sohn Michael aus Berlin. Dann ein paar aus der Nähe von Wuppertal, aus Wilfrath, Herr Figge mit seiner Tochter Sabine. Und ein paar aus Feldkirchen in der Nähe von München, Frau Schukanek. Schukanek, ja, das schreibt man so kompliziert. Muss es immer. Schukanek mit Tochter Carmen. So, und ich möchte gleich mal sagen, wer gegen wen spielt. Wenn Sie jetzt schon Platz nehmen an die Bahn, dann sind Sie in der ersten Runde. Sie haben noch eben Zeit. Können Sie mal angucken, was die anderen machen. Bitte nehmen Sie Platz. Und dann wollen wir mal ein kleines Gespräch machen, wie üblich mit unseren Kandidaten, damit wir sie doch ein bisschen kennenlernen. Erstmal Herr Keller, Sie kommen aus Gossau. Gossau liegt in der Ostschweiz, ja. In der Nähe von St. Gallen. St. Gallen liegt beim Sentis, das ist ein Berg, 6000 Meter hoch. Gossau oder der Berg? Nein, der Berg. Ah, der Berg. Und was machen Sie da beruflich? Ich bin Kaufmann auf Frucht und Gemüse. Das geht alles am Telefon. Sie verkaufen am Telefon Gemüse? Nur am Telefon und am Fernschreiber. Also so hat Großhandel? Ja, Großhandel. Aber Sie haben früher klein angefangen? Ich habe ganz klein angefangen. Mit Erbsen?
Nein, noch kleiner. Ja? Noch kleiner. Noch kleiner. Ja, wie denn? Mit Atom. Mit Atom? Ja. Wieso denn? Weil ich nichts gesehen habe, wie ich angefangen habe. Ich hatte kein Geld. Und haben Sie ein Hobby? Jawohl. Was? Blasmusik. Blasmusik? Sie spielen in einer Blaskapelle? Ja. Und wie? Was spielen Sie da? Ich spiele da das größte Instrument, das Sousaphon, so ein großes Instrument, oben mit dem Kopf durch. Das geht da wunderbar. Ja? Ja, ja. Da ganz hin. Ich muss jetzt erstmal eben hier rübergehen zu so ein Michael Zitier, eigenartiger Name, Zitier, obwohl sie sehr bekannt ist. Alle Bundestagsabgeordneten heißen Zitier. Ja, die fangen doch immer an mit Ich Zitier. Und Zitier Junior, was machen Sie so? Ich bin in der 13. Klasse noch Schüler. Schüler? Ja. Und später? Ich will Lehrer werden, Deutschlehrer. Deutschlehrer? Mhm. Ja. Wo? In England. In England? Ja. Deutschlehrer in England? Ich fange so an, die Welt zu bereisen, fange ich in England an. Warum nicht hier? Ich suche schon 10 Jahre einen Deutschlehrer. Suche schon hier, aber. Ja, ja. So, jetzt muss ich erstmal bitten, dass beide Herren jetzt hinter diesem Vorhang verschwinden. Dann kann ich eben weiterreden mit den Damen, denn sie müssen sich eben ein bisschen umziehen. So, Sonja Keller, was machen Sie beruflich? Ich bin Hundekoiffeuse. Also ich lerne Hundekoiffeuse. Hundekoiffeuse ja, lernen ja, Sie? Ja. Das heißt also, Sie sind in einem Hundeshop, so? Nein, es ist ein Kleintierpflegeinstitut, ja. Denn wir machen da auch Meerschweinchen und solche Tiere, nicht mehr Hunde. Sie machen Meerschweinchen? Ja, die baden wir. Ah, die baden Sie? Ja, oh, ich dachte, oh. Und wie geht das nun vor sich? Was passiert da alles? Leute kommen? Ja, die Leute kommen in den Laden, nicht? Die bringen uns einen Hund, ganz verstruppt und weiß ich wieder, mit Dreck voll. Und wenn sie ihn wieder abholen, da ist er sauber, gepflegt. Die Haare geschnitten, gekämmt, ja, alles. So, ein normaler Friseur kriegt immer so Trinkgeld. Ja, das kriegen wir auch. Trinkgeld? Oh ja. Vom Hund oder von dem Hund? Nee, diesmal von Besitzer. Vom Besitzer. Ja. Ja. Und beißen die Hunde mal, wenn sie die Arbeit oh, machen? Oh ja, ja, ja. Haben sie, ich habe auch schon abgekriegt, ja. Ja. Das ist halt Berufsrisiko. Ja. So, Frau Zitier, ja. Sie wohnen in Berlin. Ja. Haben Sie einen Beruf? Ja, Stenokontoristin. Stenokontoristin. Ja. Mal eine Frage, sind Sie nervös jetzt? So ja, wie? Ja, ich merke das nie an den Kandidaten. Ja. Und bei den letzten Shows ist mir aufgefallen, dass die Kandidaten immer so unheimlich ruhig waren. Und jetzt hatte ich wieder das Gefühl, dass sie... Ja, aber ich glaube, das gehört dazu irgendwie, ja, oder? Wann waren Sie mal nervös in Ihrem Leben? Wann mal? So vor der Hochzeit? Oder? Ja, da auch, ja. Noch mehr? Na, als mein Baby kam, als mein Sohn zur Welt kam, der ist ja nur schon 18, aber... Waren Sie 9 Monate nervös? Ja, oder war es nur, ja. 9 Monate nervös? Ich habe vor einer Show noch nie 9 Monate Lampenfieber gehabt, das habe ich noch nie. So, und jetzt kommt das erste Spiel. Wir möchten mal sehen, ob Sie an der Silhouette Ihres Vaters oder Ihres Sohnes die beiden erkennen. Oder Sie, Ihr Vater, Sie, Ihr Sohn. Nur, wir haben es ein bisschen schwieriger gemacht, kommen Sie mal eben mit. Denn Silhouette erkennen ist ziemlich leicht. Aber wir haben Sie ein bisschen verkleidet als Nikolaus. Da kommen gleich 8 Nikoläuse. Und Sie müssen sich merken, welchen Nikolaus Sie glauben, das ist mein Vater oder das ist mein Sohn. Bitte Vorhang auf. Und es geht los. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Hand runter. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Gerade ausschauen. Nummer 7. Nummer 7. Kommt gleich, hoffentlich. Wenn er keinen Plattfuß hat. Nummer 7. Ja, da kommt er schon. Oh. Und Nummer 8. So, und jetzt ist die Frage. Welche, glauben Sie, ist Ihr Sohn? 7. Sie glauben 7 und welche glauben Sie? 5. Sie glauben 5 ist Ihr Vater. Und beide sind falsch. Beide sind falsch. Also, Punkt gleich, kein Punkt. Dann machen wir es jetzt nochmal. Jetzt machen wir gleich den Vorhang auf und dann sehen Sie alle 8 Nikoläuse und dann machen wir es nochmal. Ja? Ja. Bitte Vorhang auf.
Da sind Sie und jetzt ist es viel leichter, nehme ich an. Also nochmal, wo ist Ihr Sohn? 6. Nummer 6 und wo ist Ihr Vater? 4. Nummer 4, haben Sie doch beide einen Punkt, ja? Okay, kommen Sie beide bitte hier. Kommen Sie mal ein bisschen hier hin, so, ja. Und was machen Sie? Die Punkte? Ah, Heinz macht die Punkte, ja. So, die Bärte können Sie schon abnehmen, ja. Und die Mütze auch. Während Sie sich umziehen, schauen Sie gut zu bei einem Auftritt, was sehr wichtig ist für das nächste Spiel, ein Auftritt von Olaf King. Meine Damen und Herren, eine sehr wichtige Möglichkeit für die Menschen, sich besser miteinander zu verständigen, ist ohne Zweifel die akustische Interpunktion. Das heißt, wenn wir die Satzzeichen mitsprechen. Ich möchte Ihnen heute Abend eine kleine Einführung geben und zunächst werde ich Ihnen verraten, wie die Satzzeichen klingen, wenn wir sie mitsprechen. Zunächst haben wir das Komma. Es klingt so. Dann kommt der Punkt und der Gedankenstrich und das Ausrufezeichen. Nun kommt die wörtliche Rede. Dazu brauchen wir den Doppelpunkt. Das sind die beiden Pünktchen, die man entweder untereinander oder übereinander setzt. Sie klingen so. Und die Anführungszeichen am Anfang des Satzes, am Ende heißen sie ja Abführungszeichen, sie klingen so. Oder für Linkshänder. Last not least, das schwierigste aller Satzzeichen, das Fragezeichen. Ich möchte Ihnen jetzt eine kleine Textprobe geben, damit die Sache etwas anschaulicher wird. Vor 2 Jahren hatten Sie auf dieser Bank gesessen und er hatte Sie gefragt, Liebling, ist es das erste Mal, dass du liebst? Sie hatte damals geantwortet, ja, es ist so wunderbar, dass ich es nie vergessen werde. Plötzlich riss sie ein wohlvertrautes Geräusch aus ihren Träumen. Er war es, Ritter Archibald. Mit 2 Schritten war er bei ihr, umarmte, liebkoste, drückte, herzte, küsste und küsste sie. Oh, Entschuldigung. Oh, Archibald, was ist Liebe? Fragte sie verzückt. Er antwortete. Ich kann ohne dich nicht mehr leben. Seine Worte ertranken in einem Meer von Küssen. So, jetzt bist du Jury und jetzt müssen unsere Kandidaten das versuchen. Gehst du mal dahin. Für Sie haben wir Schlagertexte, die Sie diesmal nicht singen müssen, sondern vortragen. Und da sind auch all diese Komma, Fragezeichen und so weiter drin. Und dann machen Sie das mal. Nur ich möchte Sie nicht bitten, dass Sie nun genau die gleiche Sache machen. Das können Sie nicht alles behalten. Sie können Ihre eigenen Geräusche auch dazu machen, natürlich. Frau Zittin, haben Sie Lust, mal das zu versuchen? Ja, als Erste? Ja. Ich habe für Sie hier das schöne Lied Merci, Merci von Udo Jürgens. Ja. Ganz nah ans Mikro, so, ja? Ja. Und machen Sie es mal. Merci, merci, merci für die Stunden. Chérie, chérie, chérie. Unser Liebe war so schön, so schön. Merci, chérie. Sei nicht traurig. Muss ich auch von dir gehen. Adieu, adieu, adieu. Deine Tränen tun weh. So weh, so weh. Unser Traum fliegt dahin, dahin. Merci, weine nicht. Das hat so seinen so Sinn. Träume dahin, so. Darf ich Sie jetzt bitten? Sonja, für Sie habe ich hier, was machst du mit dem Knie, lieber Hans? Ja. Na, am Mikro, ja? Ja. So, ja. Was machst du mit dem Knie, lieber Hans? Mit dem Knie, lieber, beim Tanz. Was machst du? Tu das nie, lieber Hans. Tu das nie, lieber Hans. Beim Tanz. Warum wippst du mit den Schultern so sehr?
Ah, und was hüpfst du? Wie ein Floh, hin und hin, hin und her. Was machst du? Was machst du? Mit dem Knie? Lieber. Mein Gott. Micha, Schlager von Juliane Werding, wenn du denkst, du denkst. Mit dem gesprochenen Text davor, die da gesprochen wird. Bitte, na, Mikro, etwas höher stellen. So, bitte. Und dann rief irgendeiner. Pom-pom. Ja, so. Der Abend ist gelaufen. Rrp, Point. Diese kleine, die werden wir uns kaufen. Hey, hey. Zeig, was du kannst. Zzt, pong. Und so begann's. Nee, ganz. Pong. Wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur. Du denkst. Du hast ein leichtes Spiel. Doch ich weiß, was ich will. Drum lach nur über mich. Denn am Ende lache ich über dich. So, und Herr Keller, für Sie ein Lied von Heino. Heino ist so blau-blau wie der Enzian. Das passt zu mir. Ja? Na, Mikro. Sorry. Ja, so blau. Blau. Blüht der Enzian. Wenn beim Alten glüht. Wir und Wiedersehen. Mit dir und rot, dann gibt es Dinge an. Hey, die ich nie vergessen kann. Und das Schweizer Mal und dann so schön. Hollandia, dir, Holla, das stimmt nicht. Die, Holla, die O, da. Blaue Blumen, dann am Wegrand stehen. Ja, stehen. Und das Schweizer Mal. Das sang ich schön. So, wir haben gelacht, Kandidaten haben selbst gelacht. Ich glaube, das war deine Idee, Olaf, das Spiel zu machen. Eine hervorragende Idee war das. Bitte, die Punkte. Ja, Herr Keller hat 4 Punkte bei mir. Herr Keller, 4 Punkte. Frau Zitier, 3. Frau Zitier, 3 Punkte. Die Sonja Keller bekommt 2. Und für Michael bleibt noch einer. Ja. Obwohl ich es sehr lustig fand, aber leider, ich muss nochmal 4, 3, 2, 1 machen. Herzlichen Dank, Olaf King. Danke, bitte. So, können Sie mal ein bisschen hier jetzt drüber kommen? Wir machen die Bühne jetzt frei für eine Tanzgruppe aus Tunesien. Komm, bleiben Sie mal hier so, hier können Sie es gut sehen. Eine Tanzgruppe aus Tunesien, die hier tanzen mit einer Vase auf dem Kopf, was Sie dann nachher auch versuchen müssen. Hier kommt für Sie die Trupp Ramla. Thank you.
Merci. Wenn Sie nur glauben, dass diese Vasen festgeklebt sind, dann irren Sie sich, die stehen so. Und ich habe es versucht, mit diesen Vasen zu machen, aber das ist für uns unmöglich. Es geht kaum, ich habe es gestern mal versucht. Und da haben wir, nochmal oben drauf, ja? Es geht leichter, als wenn Sie sie tragen. Ja? Da haben wir für unsere Kandidaten haben wir andere Vasen, einfach norddeutsche Vasen haben wir genommen. Ja, bitte gehen Sie da und Sie bitte... Attention, attention, oh! Selbst da bleibt er noch stehen, das ist unwahrscheinlich. Palais, s'il vous plaît. Oui. So, jetzt folgendes, Sie dürfen die Vase nicht festhalten, denn wenn Sie immer, wenn er eben rutscht und Sie halten ihn fest, dann ist es nicht gut. Sie müssen einfach drauf und wenn er dann steht, aber wenn er runterfällt, das macht uns nichts aus, Sie sind versichert. Und Sie haben jede drei Vasen, also wenn der dritte kaputt ist, dann können Sie nicht weiter mehr machen. Und Sie müssen natürlich nicht am Boden gehen und so, es geht darum, was Sie versuchen damit. Alles können Sie machen. Und wenn Scherben da sind, sind Sie sehr vorsichtig dann mit runtergehen. So, darf ich Sie beiden an diese Seite bitten? Sie kriegen von Heinz schon erstmal eine Vase. Und Sie beiden hier, damit Sie ein bisschen Abstand... Die Männer? Nee, noch eben deutlich sagen, Sie müssen es so natürlich. Nicht, wie Sie Herr Keller schon machte, so. Obwohl das noch schwieriger ist, glaube ich. Aber machen Sie es so, bitte, ja? Setzen Sie es mal auf den Kopf. Und dann geht es jetzt los. Alle vier hier. Und jetzt bitte, Sie sind vom tunesischen Verkehrsamt. Sie haben sich angeschaut. In Ruhe. Sie haben sich angeschaut, bitte die Punkte. Die Punkte ist die Mutter, 4 Punkte. 4 Punkte für Frau Zitier. Ja. Der Sohn 3 Punkte. Wie bitte? Der Sohn 3 Punkte. 3 Punkte für Michael. Die Tochter 2 Punkte. 2 Punkte für Sonja, und bleibt leider nur ein Punkt. Tanzen konnte sie fabelhaft, ja, aber es fiel immer wieder runter. Wie heißt auf Tunesisch auf Wiedersehen? Bis lämme. Wie bitte? Bis lämme. Bis lämme. Sagen wir tschüss, ja? Tschüss. Okay, danke schön. Auf Wiedersehen. Danke. Danke. So, und jetzt schauen wir uns die Punkte an. Heinz, bitte. Ja, Mutter, Sohn, Zitier haben 12 Punkte und Vater und Tochter Keller 10. Eieiei. Das war unheimlich spannend, denn vorher standen Sie ganz vorne und jetzt haben Sie es da mit dem Tanzen wieder gut gemacht. Das heißt, wir sehen uns in der letzten Runde wieder. Gehen Sie bitte darüber. Und von Ihnen muss ich mich verabschieden. Sie kriegen ein Essen mit der ganzen Familie. Sie wohnen doch in der Nähe vom Bodensee. Ja. Ich bin da, glaube ich, im Januar oder Februar in der Nähe, bin ich so auf Tournee da. Möchte Sie gerne mit der ganzen Familie einladen, ja, zu meiner Vorstellung. Und dann anschließend gehen wir dann zusammen essen. Prima. Ja, ja. Denn die Leute, die verlieren, die kriegen ein Essen mit Karel. Der Hauptgewinner kriegt ein Essen ohne Karel. Das ist wissen. So, herzlichen Dank. Wir schauen, danke. Danke. Und bitte schön. Danke. Und jetzt kommt eine junge Dame. Ich möchte fast sagen, das berühmteste Fotomodell der Welt. Vor 10 Jahren hat sie die ganze Mode in der ganzen Welt beeinflusst. Heutzutage ist sie eine sehr erfolgreiche Showstar. Sie hat eine eigene Fernsehshow in England. Sie singt da, sie tanzt da, sie wird nachher auch etwas für uns singen. Hier ist sie, Twiggy! Hallo Twiggy. Wie gefällt dir unsere Show? Wie findest du das Show hier?
Du bist ein toller Showmaster. Du bringst mich ganz aus dem Gleichgewicht. Wenn das nur nicht schief geht. Ja, solange das Ganze nicht abrutscht, weißt du. Du hast tolle Ideen. Tolle Ideen? Ich würde fast sagen, kalter Kaffee. Hast du nicht mal Lust, mit mir nach der Show auszugehen? Abwarten und Tee trinken. Herr Figge, Sie kommen aus Wülfrath, aber Sie arbeiten in... In Wuppertal arbeite ich. Da sind Sie Polizeikommissar. Da bin ich Polizeikommissar. Zum ersten Mal in unserer Show ein Kommissar. Was halten Sie eigentlich von Ihren Kollegen im Fernsehen, all diese Kommissare? Ja, also da halte ich doch eine ganze Menge von. Vor allen Dingen Dingen, wie die Fälle so lösen, das ist beachtlich. Und wenn ich... Was ja die Kommissare im Fernsehen von den Kommissaren in der Praxis unterscheidet, ist, dass die Kommissare im Fernsehen nur noch zu den anderen Beamten sagen, machen Sie das mal. Und wir müssen tatsächlich selber noch arbeiten. Das aus dem Stegreif finde ich eine sehr schöne Antwort, muss ich sagen. Was machen Sie genau als Kommissar? Ich bin zurzeit zum Personalratsvorsitzenden der Kreispolizeibehörde Wuppertal gewählt worden und bin also für diese Funktion freigestellt. Ja, ja. Und Sie haben auch als kleiner Polizist, ich nenne das immer kleiner Polizist, angefangen, haben Sie wirklich auf der Straße angefangen? Ja, ich habe also auf dem Motorrad angefangen, wenn man so will, und bin weiße Maus gewesen viele Jahre. Und
bin dann so langsam auf der Beamtenleiter nach oben gestiegen. Aber, Herr Carell, im Augenblick fühle ich mich tatsächlich etwas unwohl. Warum? Ja, jetzt bin ich nun schon so hoch gestiegen auf dieser Leiter und mein Bundesinnenminister, der beabsichtigt ja die Beamten, wenn die ein gewisses Leistungssoll nicht erreichen, wieder zurückzustufen. Und ich weiß nicht, wie hoch das Leistungssoll für mich heute hier angesetzt ist. Ich wäre vielleicht der erste Beamte, der heute nach der Sendung zurückgestuft würde. Schön. Und jetzt, Sabine. Aber Herr Carell, vielleicht darf ich noch ein Wort einfügen hier. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Ich weiß, das ist nicht üblich. Aber meine Kollegen in Wuppertal haben mich gebeten und mein Präsident hat mich gebeten, Ihnen doch die Insignien der Polizei einmal zu überreichen. Und zwar ist das ein Ausrüstungsstück, das wir in vielen Jahren ständig getragen haben. Ich glaube, das würde Ihnen auch sehr gut stehen. Kriegt das geschenkt? Das bekommen Sie geschenkt von der Wuppertaler Polizei. Dazu noch ein laufendes Band. Mit Strafmandaten? Ein laufendes Band, nein, nicht mit Strafmandaten, sondern zur Erinnerung, also an also diesen Sakko, wo Sie ihn herbekommen haben. So viel Nettes habe ich noch nie von der Polizei gekriegt. Das ist ungewöhnlich. Ich gebe es eben wieder ab. Ich werde es noch oft tragen, ja? Vielleicht kann ich es mal ausnützen, das sowas. So, jetzt mal Sabine, was machen Sie beruflich? Ja, ich bin Arzthelfer in einem Krankenhaus. Also da ich möchte Klinik. Da gerne Patient sein, muss ich sagen. Aber das würde ich Ihnen nicht raten. Die Kranken, die möchten nicht gerne Patient dort sein. Oh, das ist schlimm. Also nicht wegen der Klinik, wegen der Krankheit, die Sie dann haben. Welche Abteilung arbeiten Sie? Labor. Im Labor. Und das ist ganz nett. Was machen Sie so, wenn Sie mal frei sind? So, ach ja, das ist ganz verschieden, was ich da mache. Manchmal gehe ich reiten, schwimmen und im Sommer Wasserski fahren, wenn es gibt. Oder auch tanzen mit meinem Herrn Papa. Tanzen mit Ihrem Vater? Ja. Oh, das finde ich aber dufte Vater. Sie tanzen oft zusammen? Ja, ja, wenn sich wir tanzen ganz gerne mal zusammen. Gestatten Sie, dass ich mit Ihrer Tochter tanze? Aber selbstverständlich. Ich lasse ein bisschen Tanzmusik. Ja, darf ich mal bitten? Ja? Oh, ich habe früher so unwahrscheinlich viel getanzt, wissen Sie das? Ja? Oh, das war das Schönste. Immer so was Langsames zum Randgroßen, ja. Oh! Man kann ja nie wissen. Es tut mir leid, ich groß nicht ran, Sie machen das im Moment, ja? Oh. Ich wehre mich jetzt. Sie wehren sich? Ja. Ich merke nichts. Ne? Ich muss eins sagen, ich werde nie vergessen, die Zeit, als ich so viel getanzt habe. Immer die Angst, die ich hatte, um ein Mädchen zu fragen, ob ich sie nach Hause bringen dürfte. Da hatte ich so eine Angst dafür, so mit zitternder Stimme dann fragen, darf ich sie vielleicht nachher nach Hause bringen und so. Ist das heutzutage noch so, oder macht man das ein bisschen? Ach nein, dann haben die Jungs ein Auto bei, Motorrad, dann sag ich, hör mal, kannst du mal eben mich nach Hause bringen? Oh, ist das gut, oh schön, dann möchte ich diesen Tanz mit beenden, ich finde es sehr schön, danke. Ganz gut. Gestatten Sie? Haben Sie einen Beruf? Zurzeit nicht. Zurzeit bin ich Bankotteur-Hausfrau. Das finde ich toll. So. Das habe ich mir schon immer mal gewünscht, aber ich habe es noch nicht geschafft. Sie haben eine hübsche Schwester. Nein, das ist doch meine Tochter. Ah, ist Ihre Tochter? Ja. Aber können Sie sich noch erinnern, dass wir früher, wir sind etwa gleich alt, nehme ich an. Ja, das weiß ich nicht. Ne, ich glaube so. Ich weiß es. Ja. Er hat schon nachgeguckt. Ja, natürlich. Ich weiß immer, wie alt die Kandidaten sind. Aber früher haben wir immer so getanzt und heutzutage tanzen die Leute viel weiter und ich finde es gar nicht schön. Also früher das Enge, das war doch netter. Irgendwie ja, so ein bisschen auf Tuch. Ja, heutzutage tanzen die Leute so weit auseinander. Der Mann in einem Tanzlokal, die Frau in einem anderen. Nee, das ist weit. Darf ich noch eben mit Ihrer Tochter tanzen? Oder möchten Sie nicht? Ach doch, natürlich. Ja, Sie möchten auch? Ja, ja, ja. Was machen Sie beruflich? Ich bin Sekretärin in München in der Redaktion bei einer Jugendzeitschrift. Das finde ich toll, hä? Ich bin sicher, macht da unheimlich Spaß. Das finde ich toll, wenn sie sagt, dass sie keine Werbung macht. Sie sagt, ich bin Sekretärin bei einer Jugendzeitschrift und nenne nicht den Namen. Bravo. Ein doppeltes Tempo tanzen. Ich finde das auch, ja? Ja. Ballett, wir können auch Ballett machen. Ah, herrlich. So, danke schön, Gees. Danke.
So, wollen wir ein bisschen spielen? Ja, haben Sie Lust? Gerne, gerne. Darf ich dann Sabine und Carmen bitte mit Heinz in die Kabine zu gehen? Eine doppelte Kabine heute, das werden Sie gleich merken. Wenn die Tür zu ist, für das erste Spiel ist hier Silvias Unterwasserschau. Wenn sie doch schon alles kann unterwassen, möchte ich auch mal schauen, ob sie rauchen kann unterwassen. Maar Zigaretten, ja? Bitte sehr. Feuerzeug, bitte. Ich habe vorher schon gesagt, wir haben eine doppelte Kabine in unserer Kabine. Vor zwei Minuten hat Heinz, als ihre Töchter da reingingen, gefragt, ob sie Lust hätten, vor so einem Millionenpublikum in dieses Bassin zu gehen. Jetzt ist die Frage, wenn gleich die Tür aufgeht von der Kabine, kommt ihre Tochter im Bikini raus oder in dem Kleid, wo sie hier vorher saß? Überlegen Sie gut, was glauben Sie? Was wird ihre, kommt sie jetzt im Bikini oder im Kleid? Was glauben Sie? Also ich glaube, sie kommt im Bikini. Sie glauben, sie kommt im Bikini? Was glauben Sie? Der Meinung bin ich auch. Sie glauben auch? Ja. Na, bei allen Proben bis jetzt ist keiner im Bikini rausgekommen. So, ich bin schon. Wir haben immer so mit Statisten das geprobt und das richtig Vater, Tochter. Heute Nachmittag bei der Generalprobe noch. Nein, keiner. Ich bin sehr gespannt. Bitte, Heinz. Ja! Oh, schön. Oh. Für mich, herzlichen Dank. Bitte. Ja, Sie haben was zu trinken da drin. Ne? So, jetzt bin ich gespannt auf Fräulein Sukanex. Bitte. Auch! Beide ein Punkt. Ich möchte Sie bitten, das können wir jetzt machen. Sie können sich jetzt ruhig umziehen, weil das nächste Spiel ist auf Film. So schnell wie möglich, damit Sie mal sehen, was wir gefilmt haben. Ziehen Sie sich jetzt schnell um. Und für das nächste Spiel ist hier ein Mann, der eine sehr erfolgreiche Fernsehserie in der Schweiz präsentiert. Und die Sendung, die heißt Teleboy. Hier ist Kurt Felix. Herr Felix, in Ihrer Sendung wird etwas gemacht, was man in Amerika Candid Camera nennt, was man in Deutschland Vorsichtkamera genannt hat. Sie legen Leute rein. Mit versteckter Kamera, jawohl. Mit einer versteckten Kamera werden Leute in eine Situation gebracht und das wird dann gefilmt und später dann im Fernsehen gezeigt, wenn die Leute das genehmigen. Ich nehme an, Sie müssen auch die Genehmigung haben von den Leuten. Schriftlich sogar, mit der Unterschrift. Ja, das ist das hier auch. Ja. So, und haben Sie uns ein Beispiel mitgebracht?
Ja, ich habe was mitgebracht, sogar auf Matzband, worüber die Schweizer so sehr lange gelacht haben. Ich hoffe, Sie werden es heute Abend auch wieder tun. Wir schicken einen Fernsehmitarbeiter in ein Café in Zürich. Und der hat also dort ein Gipfeli, in Deutschland sagt man Hörnchen, in die Kaffeetassen anderer Leute getunkt. Und das werden wir jetzt mal sehen. Oh, da geht's schon. Damit Sie. Darf ich gerne haben? Ja, danke vielmals. Ich kann eigentlich nur dümpfen, also ich kann nicht, nicht ganz wählen. Haben Sie das gelernt? Gelehrt? Ja. Ja, das mache ich etwa so. Ja, ja, ja. Einfach vom anderen überlangen. Ja, also lieber habe ich Milch. Sind Sie betrunken? Nein, absolut nicht. Wie Sie? Sehr schön. Nun haben wir unsere Kandidaten einen Auftrag gegeben, um in einem Warenhaus folgende Situation zu machen. Stell mal vor, ich komme auf der Damen-Oberbekleidung-Abteilung mit einem Kleid so an diese Bügel und sage dann zu irgendeiner Dame: Entschuldigung, habe ich so ein schönes Kleid für meine Mutter und sie haben genau die gleiche Größe. Können Sie das mir nicht eben anziehen, damit ich sehe, wie das aussieht? Und die Damen haben das bei der Herrenoberbekleidung gemacht, Herr Figge bei den Damen und so. Und was daraus geworden ist, werden wir uns jetzt gleich anschauen. Wir wollten also die Kandidaten nicht so sehr reinlegen, mal gucken eigentlich, wie liebenswürdig sie auf diese Situation reagieren. Und dem möchte ich zu Weihnachten gerne einen Anzug kaufen. Und da wollte ich gerne, dass Sie den Anzug mal probieren oder sich die Zeit nehmen zum Probieren. Wäre das möglich? Aber Sie müssten... Nee, das ist zu eng. Das ist zu eng. Aber Sie sollten schon, wir müssen es eine Nummer größer nehmen, aber Sie sollten die Hose auch mitprobieren. Nee, Hose nicht. Ja, das wäre, nein, das wäre ja ganz wichtig. Ich will mich ja nicht blamieren. Die können wir abmessen, die Hose, das brauche ich nicht. Nee, auch wollen. Ich muss hier lange umprobieren. Oh, bitte. Sie würden mir doch Ihren Mann mal borgen, oder? Ja, wir haben keine Lust zu. Messen wir mal eben durch. Messen wir mal eben ab. Kein Maßband. Verkäufer, kein Maßband. Bitte, dort gehen's halt einen Moment mal schnell rein in die Kabine. 5 Minuten dauert das doch bloß. Sie sollen ja nicht im Adamskostüm erscheinen. Nein, wenn der die Figur, der passt die Hose und damit passt er. Es war das erste Mal, dass Sie sich selbst gesehen haben. Ja, das erste Mal in meinem Leben. Das ist verrückt, ich habe gedacht, ich könnte den Mann besser überreden, dass der mal ist. Jetzt kommt Sabine, jetzt schauen wir mal. Kleinen Moment bitte, könnten Sie mir vielleicht mal helfen? Schauen Sie mal her, ich möchte für meinen Onkel, der aus Amerika kommt, einen Anzug kaufen. Mhm. Und ich kenne ihn aber nur vom Bild her und wir wissen auch die Größe nicht so richtig. Der ist schon ziemlich lang, ein paar Jahre in Amerika. Den möchte ich ein bisschen einkleiden. Wissen Sie, die Amerikaner, die kleiden sich zwar oft ganz nett, aber nicht so eben so schick wie die Deutschen meistens, ne? Und jetzt weiß ich aber nicht, passt der oder passt der nicht? Ja, aber Sie haben etwa die gleiche Figur. Ich kenne ihn ja von Bildern her. Das wäre wirklich sehr nett. Und wenn aber in die Hose auch, sonst kann man es ja nie sagen. Wie groß sind Sie denn? Oh, prima. Mei, das wäre sehr nett von Ihnen. Aber wenn dann die Hose auch, sonst ist es ja, einmal ist sie zu kurz, einmal zu lang, das ist ja immer das. Ja, ich habe meistens zu kurze Hosen an. Naja, das eben, es ist ja gut. Nee, der kommt ja erst aus Amerika, das geht ja nicht. Ich will sie mir zu Weihnachten schenken, ne? Dann ist keine Überraschung mehr. Eben deshalb, er hat wirklich die ziemlich gleiche Figur. Ach bitte, das wäre nämlich wahnsinnig nett. Das war also, die kamen und sie haben gesehen, der Mann wurde von seiner Frau richtig weggezogen davon. Und jetzt, Sabine, kommt ihr Auftritt und mal gucken. Aber, ja, können Sie diesen Anzug vielleicht mal ganz anziehen, damit ich sehe, wie er am Körper sitzt und passt.
sein. Nett. Und, ja, da können Sie zu in die Kabine gehen. Sie brauchen das nicht vor den Leuten jetzt mal. Da können Sie mal in die Kabine gehen. Wenn das vielleicht... Das empfindlich, Mensch. Ach, das ist nicht so zu empfindlich. Bettbogen, alles fein, du? Ja, probieren. Kann größer sein. Das ist Größe 48 oder 50, so ganz genau weiß ich nicht. Ich möchte nur mal... Ich die Jacke erstmal über, ob ich auch passt. Was brauche ich denn ja nicht? So ungefähr dann kommt das hin mit der Statur. Und das ganz gut, alles anziehen, jetzt. Ja, nein. Nee, einmal lass ihn ja. Das kommt nicht zu dem Ehe. Und hier... Gibt nee, das ist doch nicht zu eng. Du hast doch zu eng, Mensch. Du hast doch gar nicht zu, Mensch. Aber probieren Sie das doch mal. Komm ich nicht rein. Ach, seien Sie, haben Sie doch mal ein Herz für mich. Ein ganz kleines auch nur. Probieren Sie das doch mal. Dauert mir zu lange. Das dauert nicht lange. Geht ruckzuck. Ach, was, das geht doch schnell. So eine Hose mal eben da überziehen. Nee, ich mag keinen Quatsch. Und Herr Feger, Sie waren auf der Damenoberbekleidungsabteilung. Sie hatten es auch nicht so leicht, natürlich jetzt nur mit Damen. Und wollen mal schauen, was Sie davon gemacht haben. Schauen Sie mal, das ist doch ein schönes Stück und ich möchte das meiner Frau mitnehmen. Ja, das ist ein sehr schönes Stück. Ja, morgen ist ja Nikolaus und jetzt wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich das Passende so mitbringen könnte. Aber mir käme es ja darauf an, dass auch die richtige Größe die das ist. Und das weiß ich halt nicht so genau. Was ist denn das überhaupt für eine Größe? Ach so, ja, bitte. Größe 40. Größe 40. Ja, da kann ich mir nichts drunter vorstellen. Aber meine Frau ist genauso blond wie Sie und hat auch die Figur so. Ein bisschen stärker dürfte sie sagen. Ja, 40. Ja, vielleicht. Vielleicht, ich kann es nicht genau sagen. Aber so 38, das käme vielleicht auch hin. Da müsste man vielleicht ein anderes Stück mal da aussuchen. Ja. Aber mir käme es darauf an, das mal zu sehen, auch wegen der Rocklänge und so weiter. Ich meine, Sie werden vielleicht selber gleich etwas anprobieren hier. Ja, würde es Ihnen ausmachen, das mal anzuprobieren? Sehen Sie mal. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Das Stück ist runtergesetzt, sehe ich eben gerade. Aber dies... Ach, wissen Sie, das ist nicht so schlimm. Nein? Da wird das Nikoläuschen nicht so teuer. Würde es Ihnen denn was ausmachen, das mal anzuprobieren? Würden Sie das in der Zeit mal tun? Das wäre ja wunderbar. Ich lade Sie dann auch mal zur Böttchergasse ein. So, und hier sind drei von den vier, die wir gefilmt haben. Applaus für diese Kandidaten. Für Kandidaten, die nicht wussten, dass sie Kandidat waren. Sie haben nichts davon bemerkt, dass sie gedreht waren. Hatten auch keine Ahnung, während das irgendwie mit Fernsehen zu tun hatte. Wir konnten der vierte Mann nicht auftreiben, der war nicht zu Hause. Wir hatten die Telefonnummer, haben immer nach jedes Mal, als wir gedreht haben, haben wir gefragt, Adresse und Telefonnummer. Aber ich nehme an, dass sie es gesehen hat, weil wir nachher gesagt haben, dass es für am laufenden Band war. Ich habe eine kleine Überraschung für Sie zu Weihnachten. Sie haben da etwas anprobiert, oder nicht, aber ein Anzug oder ein Kleid. Sie dürfen wieder in dem gleichen Kaufhaus gehen. Sie kriegen von uns einen Gutschein und sich da einen wunderbaren Anzug und ein wunderschönes Kleid aussuchen. Ja? Frohe Weihnachten. Dankeschön. Auf Wiedersehen. So, und für das nächste Spiel kommen jetzt 9 Schauspielerinnen vom Thalia Theater aus Hamburg. Punkte. Oh, Entschuldigung, die Punkte haben wir noch nicht gegeben. Sie stehen auch noch immer da. Oh, Entschuldigung, die Punkte. Ich werde doch alt, Freunde, ich werde alt. Die Punkte. Ja. Bitte, wer hat es am besten gemacht? Ich glaube, am besten hat es Vater Ficke gemacht. Ja? Ja. 4 Punkte. 4 Punkte. Ja. Und die Tochter, 3 Punkte für Tochter Ficke. Fräulein Ficke, 3 Punkte. Ja. Und liebe Tochter auf der Seite, 2 Punkte. Wer? Tochter. Fräulein, wir nennen sie Carmen, ja, 2 Punkte. Und bleibt leider nur noch 1 Punkt für Sie, obwohl wir sehr gelacht haben, muss ich sagen. Und herzlichen Dank, Herr Felix. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dankeschön. So, und wie gesagt, vom Thalia Theater aus Hamburg, die haben jetzt doppelte Werbung, 9 Schauspielerinnen, die normalerweise immer klassische Schauspielerinnen spielen, aber jetzt in einem Musical auftreten, in Sweet Charity. Und da sind sie 9 Bardamen und sie müssen nachher da
mitmachen. Achten Sie gut darauf, wie die, was sie tanzen oder was sie sagen und so. Dann können Sie das nachher ein bisschen mitmachen. Hier kommt eine wunderbare Nummer. Hey, Big Spender! Stimmt es, dass Sie nach der Show immer so wild sind? Hey, ich könnte dir noch was zeigen. Hallo Süßer, was hast du für hübsche Haare? Na komm, Süßer, wir machen uns einen schönen Abend. Sprechen ist doch nicht gefährlich, dabei kann doch fast gar nichts passieren, oder? Du, hast du vielleicht eine Zigarette für mich? Nein, keine Zigarette. Hey, bist du aber schön lang. Hallo Monsieur, können Sie Französisch? Kommen Sie, wir wollen Französisch plaudern. Ja, Sportsfreund, willst du es mal versuchen? Ein kleines Tänzchen wird dir nicht schaden. Da sieht man dir an, junger Mann, wie du da stehst mit der Hand in der Tasche, dass du auf dem Putz haust. Nicht nur gelegentlich. Sag, hast du nicht heute Abend etwas übrig für mich? Ich finde dich nett, ohne Spaß. Und glaub ja nicht, mich reißt jeder Typ vom Stuhl. Hey, Big Spender! Komm und tu doch bloß nicht so cool. Na, wie wär's denn mit Sekt? Du, ich bring dich in Schwung. Bei mir kommst du in Stimmung. Na, wie wär's denn mit Sekt? Sekt, Sekt. Du, ich bring dich in Sekt. Schwung, Sekt, Schwung, Sekt, Schwung, Sekt, Schwung, Sekt, Schwung, Sekt, Schwung, Sekt, Schwung, Stimmung, Sekt, Schwung, Sekt, Schwung. Hallo, Monsieur, wie wär's mit einer kleinen Triff-Dich-Party? Du, ich könnte dir was geben. Was hältst du denn von einem kleinen Spaß? Hey, Big Spender! Hey, Big Spender! Das sieht man dir an, junger Mann, wie du da stehst mit der Hand in der Tasche, dass du auf dem Putz haust. Nicht nur gelegentlich. Sag, hast du nicht heute Abend etwas übrig für mich? Ich finde dich nett, ohne Spaß. Und glaub ja nicht, mich reißt jeder Typ vom Stuhl. Denn mit uns. Yeah! Oh, darf ich mal in die Mitte, darf ich in die Mitte. Heinz hat schon gedacht, ich übernehme die Show. Ich war verschwunden, ich war weg. Ein Gast begrüßt, der ganz schnell hier gekommen ist und so, der noch am Schluss eben auftritt hier. Ja, jetzt haben Sie es gesehen. Jetzt möchten wir Sie bitten, anstelle dieser Damen aufzutreten. Wir möchten Sie ein bisschen verändern, damit Sie auch, Sie müssen auch als Dame auftreten. Darf ich meine Jacke dabei ausziehen? Jacke wir ausziehen, natürlich, Heinz nimmt die Jacke. Aber Sie brauchen nicht mehr, kein Mieder oder sowas brauchen Sie nicht. Ja, nee. Doch, so, damit nichts rausfällt, so, wäre es schon sieht besser. Sieht doch fabelhaft aus, so, ja. Und Sie müssen auch einen Spruch machen am Anfang, wenn Heinz jetzt da entlang geht. Etwas Neues, wenn es einigermaßen geht. Und ja, jetzt machen wir, gehen wir hier mal rein, gehen Sie mal vor. So, diese zwei junge Damen gehen da raus und Sie kommen hier dazwischen. So, und jetzt gehen die beiden raus und Sie dazwischen. Und jetzt geht's los. Hey, Big Spender! Na, Kleiner, wie wär's denn mit uns? Oh. Dann wärst du aber mächtig schlank. Na, siehst du, eine Runde im Bett? Oh!
Hallo, Süde. Ach, wie wär's denn mit uns? Eine kleine Runde mit Pommery? Oh, der macht mich schwach. Ich weiß genau, was du magst. Ich hab daheim Schweinebraten mit Knödel. Junger Mann, wie du das jetzt mit der Hand in der Tasche, dass du auf den Putz haust. Nicht nur gelegentlich. Sag, hast du nicht heute Abend etwas übrig für mich? Ich finde dich nett, ohne Spaß. Und glaub ja nicht, mich reißt jeder Typ vom Stuhl. Mit uns. Yeah! War das nun unheimlich schwierig, um mit Schauspielerinnen ein Musical zu machen? Nun ja, ist nicht einfach. Aber darf ich Sie bitten, Herr Liebling? Wie? Das Ergebnis haben wir gesehen, ja. Dankeschön. So, das war gerne hier, bitte. Und bitte, kommen Sie bitte neben mir und Sie an der Seite. Jetzt die Punkte 4, 3, 2, 1 Punkt. Wer hat es am besten gemacht? Ich glaube, die Mama. Die Mama der Frau Suganek am allerbesten. 4 Punkte, ja? Danke. Dann? 3 Punkte für die Tochter. 2 Punkte für Sabine. Und bleibt nur ein Punkt für Herr Feger. Herzlichen Dank, Herr Bauer. Auf Wiedersehen. So, kommen Sie bitte hier. Wir schauen uns die Punkte an und wir sind punktgleich. Und jetzt müssen aus beiden Paaren eine in die letzte Runde. Nun kenne ich die beiden letzten Spiele. Ich kenne die beiden letzten Spiele. Mir wäre sehr lieb, wenn ein Mann dabei wäre für das Schlussspiel. Können Sie sich entscheiden? Es wäre mir sehr lieb, wenn ein Mann dabei wäre. Herr Feger, sind Sie einverstanden? Ja. Weil ich weiß, für die Spiele ist es besser, wenn da ein Mann dabei wäre. Und Sie müssen jetzt entscheiden, wer von Ihnen beiden da in die letzte Runde geht. Die Carmen. Sie das Jungfrau verzichten? Sie machen es für Ihre Tochter? Ja. Ja? Das heißt, dass ich... ja. Ja, danke. Das wir werden heißt, langsam schwach. Dass Sie leider jetzt nicht weiterkommen bis zur Schlussrunde. Aber es hat hoffentlich Spaß gemacht. Ja. Und Sie kriegen auch ein Essen. Sie sind nicht verheiratet, nicht verlobt. Nicht 10 Bekannten ein Essen. Und Sie gut. Wohnen in der Nähe von Wuppertal. Hm? Ich bin da auch irgendwann im Januar, Februar. Ich möchte gerne dabei sein. Sie wohnen in der Nähe von München. Ja, Feldkirchen bei Westerham. Am 13. Januar ist da ein Riesenball, wo so Fernsehpreise verliehen werden mit Fernsehstars und Filmstars. Mhm. Darf ich Sie mit Ihrer Tochter am Tisch meiner Frau und mir einladen? Wunderbar. Ja, wunderbar. Dankeschön. Okay, kein Essen, aber dann wird es ein Trinken. Ja? Ja, Essen und Trinken okay. Ist sowieso gut. Dann gehen Sie bitte dahin. Und wir sehen uns in der letzten Runde. Dann bilden Sie zusammen ein Paar, obwohl jeder für sich kämpft. Gehen Sie auch bitte darüber. Ja, danke schön. So, und jetzt, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie bemerkt haben, wir haben unheimlich viele Damen in der Sendung. Und da kommen noch unheimlich viel mehr heute Abend. So eine Art Abschluss vom Jahr der Frau. Wir in unserer Sendung haben da nicht mit angefangen. Wir wollen das lieber als Abschluss machen. Jetzt kommen wohl die zwei hübschesten Frauen der Welt. Die sind The Cooper Sisters. Oh, what delight to be given the right to be carefree and gay once again. No longer slinking, but respectably drinking like civilized ladies and men. La la la, la la la. That's good. No longer need we miss a charming scene like this in some secluded rendezvous. Woo-hoo!
Sie sind Schwester? Ja. Wer ist die Älteste? Sie. Sie kommen aus Amerika? Ja. Geflogen? Nein. Mit einem Schiff gekommen? Ja, als Ballast. Als Ballast? Ja. Und jetzt spielen Sie für Sie El Compañero. Ja, El Compañero. Blanche, wer ist Blanche? Blanche. Blanche spielt jetzt ein Bongo-Solo dabei. Und Sie möchten, dass Sie nach jedem Solo, Sie macht drei Stück, dass Sie dann klatschen. Denn sie spielt wirklich... Beschissen. Thank you.
Ach, mein Gott, ich bin kaputt. So, und jetzt die letzte Runde. Wir haben zwei Spiele und Sie wissen, Sie können nie aufhören, was wir mit denen schon erlebt haben bei den Proben, bei den beiden Damen, herrlich. So, jetzt spielen jeder für sich, also Michael zitiert, Frau zitiert, Herr Ficke und Carmen spielen jeder für sich. Und wir haben erstmal wieder ein einfaches Spiel, ist es nicht, es ist nicht leicht. Advent, Kerzen anzünden, sehr leicht. Aber wir haben unsere berühmte Umdrehbrille, unsere Umkehrbrille dabei. Das heißt, wenn Sie die aufsetzen, sehen Sie die ganze Welt auf dem Kopf. Und dann müssen Sie die Kerzen anzünden. Sobald eine vier angezündet hat, brechen wir ab und dann gucken, wie weit die anderen gekommen sind. Noch nicht anfangen. Wir geben Ihnen die Kerze in die Hand, weil mit der Brille ist es gleich falsch. Erstmal die Brille aufsetzen. Michael, wie eine Taucherbrille aufsetzen. Und Sie, diese auch, geht es? Mit dieser wunderschönen Frisur. Ja? Geht es? Es muss etwas höher, glaube ich. Es ist etwas enger. So. Ist es eng? Ja. Ja, Michael, darf ich mal schauen, dass es zu ist da. Bei Ihnen auch. Und jetzt kriegen Sie die Kerzen von uns. Noch nicht anfangen. Bitte, Michael, hier in dieser Hand die Kerze. Ja. Vorsicht. Ja, das. Nee, Moment mal eben helfen. So nehmen. Ja, hier ist der Kandelar. Ja. So, und Sie jetzt so hier. Noch nicht anfangen. Ja, dann geht es. Jetzt los. Herr Kommissar, was muss ich jetzt lachen? Oh, bin ich das, Carmen hat einen. Carmen hat da. Unheimlich schwierig. Carmen hat zwei. Die hat bestimmt einen Trick gefunden. Oh ja, die hat es gefunden. Ja, Michael hat einen. Oh, Herr Kommissar, Sie sind so nah dran. Fast. Ja, drei, ja, ist gut. Ja, drei hat sie schon. Der brennt. Das sieht eh nicht aus wie Sherlock Holmes, muss ich sagen. Kann man ja, der brennt auch, Michael, der brennt schon. Ja, der brennt schon. Ja, der gilt. Ja, yes, sir! Das ist natürlich eine hervorragende Leistung. Unwahrscheinlich. Carmen Fabler. Ja, was haben Sie gedacht? Einfach. Ich bin an der Kerze so hoch. Ja. Kerze so hoch gegangen. Ja, es ist nochmal eine Idee. Das heißt, wir haben jetzt die Punkte mal erst für Sohn Zitier zwei Punkte. Ja. Ein Punkt für Frau Zitier. Dann kein Punkt für Herr Ficke und vier Punkte für Carmen. Ja, das haben wir da. Okay, Fabio, Carmen, das ist klasse. Das ist große Klasse, also das ist schon große Klasse. So, und wir haben mal wieder ein Schauspiel am Schluss. Wir wollen diesmal Romeo und Julia machen. Und erstmal ein Beispiel natürlich. Heute Abend zwei ganz berühmte Schauspieler, Raimund Harmsdorf und Ira von Fürstenberg. Prinzessin, Hoheit, ja, wirklich, das gibt's nicht. Ich habe immer davon geträumt, mal mit einer Prinzessin in Kontakt zu kommen. Ja, endlich mal eine Prinzessin in meiner Show. Wir hätten natürlich auch ein Weihnachtsmärchen machen können. Die sehen so aus wie Schneewittchen, hätte ich auch gerne gespielt mit ihnen. Was hättest du gespielt? Was ich dann gespielt hätte? Die sieben Zwerge. Aber wir machen jetzt Romeo und Julia. Raimund,
Hast du schon mal klassisch gespielt, Romeo und Julia, so diese Balkonszene, Julia oben und du unten als Romeo? Nein, privat, aber sehr oft und nur, dass ich oben auf dem Balkon war und die Damen sind draufgestiegen. Die Damen sind draufgestiegen? Alles haben wir gelesen in sämtliche Blätter, ja? So, und es ist so, die Damen achten jetzt auf Julia, die Herren auf Romeo, was er macht. Aber ich habe eine kleine Überraschung für Sie, für die Kandidaten. Die werden es gleich auf Italienisch spielen. Und Sie müssen es nachher auf Italienisch spielen. Das heißt, alles, was Ihnen im Leben je eingefallen ist, was Sie gehört haben auf Italienisch, aus Filmen oder Lieder oder aus Nachrichten, alle italienische Wörter, die Sie je gehört haben, vielleicht im Urlaub, die können Sie verwenden. Es muss nicht genau stimmen, wenn es bloß Italienisch ist. Ja? Und jetzt erstmal ein Beispiel auf Hochitalienisch. Ira, du gehst hier rein. Raimond, du gehst jetzt noch eben um die Ecke. Und hier kommt für Sie, meine Damen und Herren, Romeo und Julia, erster Teil auf Italienisch. Bitte. Giulia, apri la porta, per favore, sono io, Romeo. Giulia, amore, vieni qui. Oh, mi sembra di aver sentito bussare, eh? Si vede che è il mio cuore che batte. Oggi la luna è bella. Oh, sole mio, oh, sole mio. Romeo! Giulia! Uomo forte, amore mio, vita mia, cuore, spirito mio. Oh, tu mi vita, tu mi fortuna, tu mi tutti, tu mi tutti i frutti. Vieni subito, veloce, vieni. Sì, vengo subito. Vengo. Dolce vita! Una grande catastrofe. Amore. Babbo, ti prego, vogliamo sposarlo. Solamente padre mio cadavere. Nur. Das heißt nur über meine Leiche, das ist wie. Senza problema. Ah! Gitarre kann weg, Heinz. So, sehr schön. Jetzt Ira und Raimund, ihr seid jetzt Jury. Oh ja. Die bitte da zur Seite, ja? Und ein paar möchte ich jetzt in die Kabine schicken. Ich würde sagen, wenn Sie beiden in die Kabine gehen. Heinz ist nicht da, aber ist jemand anders, glaube ich, um Sie zu betreuen. Ist da jemand drin, ja? Ist da jemand, Tür zu? Ja, okay. So, jetzt sind Sie, Julia, Ihr Sohn ist Romeo. Gehen Sie bitte da rein. Und Michael, Sie gehen. Wir wollen Sie nicht umziehen. Bleiben Sie so angezogen, wie Sie sind. Es wird keine West Side Story, aber es wird doch Romeo und Julia. Ich lese mal ein bisschen vor, damit Sie die Handlung noch ein bisschen mitkriegen. Tür zu, Julia. So. Romeo erreicht das Haus seiner geliebten Julia. Er klopft an die Tür und ruft. Julia. Ich habe den Namen vergessen, ja? Gut. Wenn niemand öffnet, legt er seine... Julia. Ja, ich habe verstanden. Julia ist sie, ja. Wenn niemand öffnet, legt er seine Gitarre auf die Bank und klettert das Spalier hoch. Und jetzt ruft er... Io, Romeo. Da tritt Julia aus der Haustür. Sie sieht niemanden und sagt... Romeo, Fuccicato. Fuccicato. Nein, er sieht sie noch nicht. Asti spumante. Asti spumante, grazie, figlio. Grazie, hat noch nicht gesehen, also sie geht wieder rein. Romeo, der Julia oben vergeblich gesucht hat, klettert wieder nach unten. Hey, Vorsicht, Herr Gell. Ohne Netz. Hallo. Setzt sich auf die Bank, nimmt seine Gitarre und singt ganz traurig. Oh Mann, Julia. Julia. Julia, die den Gesang hört, betritt den Balkon und meint... Romeo! Ach, da bist du ja! Italienisch, Italienisch. Romeo legt die Gitarre aus der Hand.
klettert nach oben. Und jetzt kommt aus der Tür. Der fahrt nicht so weit bis hier, bitte. Dann kann Heinz sie greifen. So kann der nicht ran. Heinz, ja, so. Ach, aha. Deutsche Vita, grande Katastrophe. Romeo sagt zu ihm: Ma padre, no io, io no, no io. Das Solamento! Und Julia sagt: Romeo, come sta, io, 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 aber weil der Vater nicht einverstanden ist, nimmt Romeo die Gitarre. Moment! Jetzt! Aber dann kommen wir mal runter. Sehr schön. So, Ihre Mutter kommt gleich runter und die Kandidaten kommen. Bleiben Sie mal da, ja. So, gehen Sie mit Ihrer Mutter bitte da zur Seite und schauen Sie sich an, was die anderen machen. Kommen Sie bitte hier. Sie wissen jetzt auf Italienisch, alles, was Ihnen einfällt, auf Italienisch, machen Sie. Wenn Sie jetzt reingehen hier und Sie gehen bitte dahin, kriegen Sie eine Gitarre. Dann geht es jetzt los. Romeo erreicht das Haus seiner geliebten Julia. Julia, Julia, grande Ruhe! Bau zu der Öffnung! Mach die Tür offen! Ich will Rino! Ich will Rino! Julia! Julia! Moment, stopp, stopp! Weil ihr niemand kommt, legt er seine Gitarre hin und klettert nach oben. Julia, grande Ruhe! Rodolfo Carello, via Appetina! Rodolfo Carello! Julia, Julia! Da tritt Julia, Julia aus der Haustür. Julia! Nein, Sie sehen sie nicht. Sie sind Julia, da. Lausche, nichts zu sehen. Ich spaghetti Infatuti. Ah. Ruhig da oben, bitte. Sie sehen sie nicht. Sie Julia! Ruhig da oben. Ah. Wo ist? Na, okay. Harry, aber nichts sehen. Weil sie niemand sieht, geht sie wieder rein. Und jetzt klettert Romeo nach unten. Jo, Romeo, Romeo. Vorsicht, ohne Netz. Ja, oh. Julia, er setzt sich auf die Bank. Julia. Er nimmt die Gitarre und singt ganz traurig. Oh, Dolomie. Da oben erscheint Julia. Amore. Amore mio. Ach, Romeo. Molto bene. Romeo. Jetzt klettert Romeo nach oben. Va bene, ci metto. Romeo, komm. Da kommt der Vater aus der Tür. Ach, komm, er sieht da. Nichts zu Morti, nichts. Deutsche Vita, grande Katastrophe. Niente Katastrophe, grande amore. Moment, tutti frutti. Romeo ist schwer enttäuscht. Also, was macht ihr mit der Gitarre? Momento. Caputo! Caputo! Kommen Sie mal hier rüber. Oh. So, Sie beiden hier. Wo ist Julia? Die kommt noch. Raimund und Ira, bitte die Punkte. Wir warten eben auf Julia, die war auch so überrascht. Alle haben vergessen, sie runterzuschicken. Die kommt gleich. Heinz hatte vorher einen Helm aufgesetzt. Das war gut. Er hätte den Schako nehmen müssen von mir. So, gehen Sie bitte neben Romeo. Romeo, ja? Bitte die Punkte. Wer hat es am besten gemacht? Für die Freude, dass der Heinz noch lebt, würde ich Herrn Ficke 4 Punkte geben. Herr Ficke, 4 Punkte. Ja. Fräulein Susanne. Fräulein Susanne Carmen, ja. 3 Punkte. 3 Punkte, ja. Herrn Michael Son Zitier. 2 Punkte. 2 Punkte. Ja. Und den schönen letzten Punto an Sie. Ein Punkt noch für Frau Zitier. Hast du das? Ein Punkt für Frau Zitier. Ja, hab ich. Ja, hast du? Okay. Mille grazie, arrivederci. Ciao, bambini. Amore, spaghetti bolognese. Lavori in corso. Caduto Pietri, caduto Massi. All die Straßenschilder, die kenne ich. Ja. So, es war sehr schön. Und jetzt schauen wir uns die Punkte an. Bitte, Heinz. Bleiben Sie bitte hier stehen. Ja, das ist das Fräulein Skukanek.
hat 7 Punkte. Ja. Dann kommt zweimal mit 4 Punkten. Einmal Herr Ficke und einmal Frau, beziehungsweise Sohn Zitier. Sohn, nee, ja, wir beziehen Sohn Zitier, Sohn Zitier hat 4 Punkte. Frau Zitier hat 2 Punkte. Ja, das heißt also, dass wir 3 Kandidaten für die letzten 3 Fragen haben aus der Tagesschau. Und nur Sohn Zitier, von ihr muss ich mich verabschieden. Nein, von der Mutter. Von der Mutter? Von der Mutter. Ja, es ist so viel. Oh. Von Ihnen muss ich mich verabschieden. Ich lade Sie auch ein zu einem Essen in Berlin mit Ihrer ganzen Familie. Ich werde dabei sein. Es wird etwa im Januar sein. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen Dankeschön. Hier das gemacht zu haben. Dankeschön. So. Und jetzt 3 Fragen aus der Tagesschau. Wir haben normalerweise haben immer Leute, die so Tagesschau-Nachrichten verkaufen oder in der Presse verkaufen. Wir haben heute Abend jemand aus den Nachrichten, denn vor 14 Tagen war eine sehr nette Nachricht, dass ein völlig unbekanntes deutsches Mädchen Zweite geworden war bei der Miss Weltware. Hier ist sie, Marina Langner. Ja, das ist Michael. Marina, hat das Spaß gemacht, diese Miss Weltwahl? Ja, Spaß. Ich kann mir was vorstellen, was mehr Spaß macht. Es ist auch viel Arbeit, glaube ich. Ja, man muss viel proben und man darf nicht aus dem Hotelzimmer, man wird betreut. Ja, nicht so ist es. Ja, 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 genau so ist es. Was heißt betreut? Man wird bewacht. Man wird bewacht. Man darf keinen Fuß aus dem Hotel setzen, alleine. Die schönen Füße nicht. Und was glauben Sie, könnte ich mal bei so einer Mr. Weltwahl mitmachen? Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. In der Jury. In der Jury, danke schön. 3 Fragen aus der Tagesschau. 10 Sekunden Bedenkzeit, nur eine Antwort ist möglich. Bitte sehr. Wie nennt man die Auseinandersetzung zwischen Großbritannien und Island über die isländischen Fischfanggründe? Fünf, vier, drei, zwei. Wissen Sie nicht, zweite Frage? Wann fuhr die erste deutsche Eisenbahn und zwar von Nürnberg nach Fürth? 1823. Stimmt das? Ja. Ist nicht gut? Nicht. 1823. Die Antwort heißt die 140. Das ist in jedem Fall nicht gut. Okay, die letzte Frage. In welchem europäischen Land sind die ersten Regional- und Kommunalwahlen seit fast 40 Jahren angekündigt worden? In Spanien. Das ist richtig. Also eine haben wir richtig, ja? So, wenn Sie jetzt eben zur Seite gehen, dann kommt jetzt Nummer 2. Wir haben 3 diesmal. Oh, muss ich alles behalten. Die erste war ein. Schreib's mal auf. Kommen Sie bitte hier, Carmen. Da. 3 Fragen, 10 Sekunden Bedenkzeit, nur eine Antwort ist möglich. Bitte sehr. Wie nennt man die Auseinandersetzung zwischen Großbritannien und Island über die isländischen Fischfanggründe? Kabeljaukrieg. Ja. Nächste. Wann fuhr die erste deutsche Eisenbahn und zwar von Nürnberg nach Fürth? Oh, ich muss raten. 1860. Das ist falsch. Jetzt die letzte. In welchem europäischen Land sind die ersten Regional- und Kommunalwahlen seit fast 40 Jahren angekündigt worden? In Portugal. Das ist falsch. Nee, es ist aber aus Spanien. Spanien. Gut, aber eins richtig, gehen Sie bitte neben Michael und jetzt kommt Herr Fege. Herr Kommissar, ein kleines Verhör jetzt hier. Drei Fragen, 10 Sekunden Bedenkzeit, nur eine Antwort ist möglich. Bitte. Wie nennt man die Auseinandersetzung zwischen Großbritannien und Island über die isländischen Fischfanggründe? Kabeljaukrieg. Ja. Wann fuhr die erste deutsche Eisenbahn und zwar von Nürnberg nach Fürth? Vor 150 Jahren. Falsch. Vor 140 Jahren. Jetzt wird's spannend. In welchem europäischen Land sind die ersten Regional- und Kommunalwahlen seit fast 40 Jahren angekündigt worden? In Spanien. Und damit ist er Sieger! Ja! Herzlichen Glückwunsch. Kommt ihr mal. Ja.
So, erst möchte ich mich mal eben verabschieden von Marina Langner. Marina, ich fand es toll, dass Sie hier waren. Nur eine Sache, man sieht immer so bei einer Misswahl Mädchen im Bikini und so. Wenn Sie das nächste Mal zu uns kommen, können Sie etwas sexier angezogen sein. Dann, ja, gerne. Das nächste Mal gerne. Fein, danke schön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Hey, zurück, eh? Komm, nicht hinterher. So, das heißt, es war unheimlich spannend. So spannend haben wir es noch nie gehabt wie heute Abend. Sie kriegen ein Essen mit 10 Bekannten. Oder möchten Sie mit Ihrer Mutter bei dem Ball dabei sein, bei diesem Bambi-Ball? Möchten Sie dabei sein? Ich würde sagen, das überlegen wir uns nicht. Sie überlegen, dass Sie können auch dabei sein. Michael, mit 10 Bekannten, vielleicht können Sie es an einem Tag legen, dass Ihre Mutter ein Essen gibt und Sie ein Essen. Dann kann ich hin und her pendeln, von einem Essen zum anderen. Ja? Herzlichen Dank, Sie waren beide fabelhaft, Carmen. Sie waren großartig, es war wunderbar. Dankeschön. So, und Sie gehen jetzt bitte mit Heinz mit. Und meine Damen und Herren, wir machen jetzt ein bisschen längere Pause. Und zwar bis zum 27. März. Das hat so bestimmte Gründe mit Programmschemen und so weiter. Aber wir kommen dann ab März, kommen wir jeden Monat, auch im Sommer, diese fürchterliche Sommer, wo es nicht so viel gibt, auch im Sommer machen wir unsere Show im nächsten Jahr. Und wir wollen mal ein bisschen andere Paare Gelegenheit geben, mitzumachen bei einem laufenden Band. Nicht immer Vater, Tochter, Mutter, Sohn. Aber es könnte sein, dass es sich fabelhafte Ehepaare unter ihnen gibt oder verlobte Paare oder Zwillinge oder Geschwister. Wir bitten Sie alle, sich zu bewerben und schreiben Sie dann bitte mit Fotos an den Westdeutschen Rundfunk 5 Köln 100, Kennwort am laufenden Band. Und dann jetzt bitte Vorhang auf und Band ab. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie viel Herr Ficker sich merkt als Polizeikommissar. Der muss ein sehr gutes Gedächtnis haben. Ich bin sehr gespannt. Es waren 15, oh, ich bin schon da. 15 das letzte Mal. 30 Sekunden ab jetzt. Würfel, Globus, Apfelsinenbaum, Frühstückskorb, Bohrmaschine, Toaster, Kissen, Decken, Gläser. Lautsprecher, Kopfhörer, Kamera, Bäume, ein Weihnachtsmann mit Schlitten, ein Weihnachtsmann ohne Schlitten. 13, obwohl zwei Weihnachtsmänner, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, einer war auf dem Schlitten und einer war ohne Schlitten. Einer stand nur so. Kann sein, ich habe es nicht genau gesehen. Ja? Waren 12 oder 13. Ja? Bitte Band ab. Würfel, Globus, Apfelsinenbaum, Frühstückskorb, Bohrmaschine, Toaster, Kissen, Decken, Gläser, Lautsprecher, Kopfhörer, Kamera, Bäume, ein Weihnachtsmann mit Schlitten, ein Weihnachtsmann ohne Schlitten. So. Und jetzt wollen wir uns das mal anschauen. Bitte Vorhang auf, Heinz. Kommen Sie mal ein bisschen hier zu dieser Seite. Ja, das ist doch der Weihnachtsmann. Ah, das ist ein Nussknacker, ist das? Darum haben Sie geglaubt, Weihnachtsmann. Ja, was haben wir alles? Sie kriegen für diesen Weihnachtsmann einen Gutschein über 200 Mark, um Weihnachtseinkäufe zu machen. Sie kriegen andere symbolische Preise, haben wir nicht, außer diese Gläser. Sie glauben, dass Sie ein paar Gläser ins Haus kriegen. Ich weiß es nicht. Sie kriegen das größte Glas, das Sie je im Hause gehabt haben. Da kommt es.
Weil ich im Aquarium gezaubert habe, kriegen Sie ein Aquarium. Natürlich nicht mit mir, sondern mit Fischchen. Ja, das ist sehr schön mit den Fischchen. Das ist mir auch lieber. Wenn ich Sie mit nach Hause nehmen würde, da weiß ich also wirklich nicht, was mir passieren würde. Mit den Fischen darf ich kommen. Okay, danke schön. Und ja, Sie haben auch ein Fragezeichen. Und jetzt kommt etwas. Na, Sie haben heute Abend gesehen, wie unheimlich spannend das war. Man konnte heute Abend überhaupt nicht sagen, wer das würde da nun gewinnen. Es ist ein purer Zufall, ein wirklicher Zufall. Wir wollten es schon mal in der vorigen Show machen, aber hat es nicht hingehauen. Herr Kommissar, hier ist ein anderer Kommissar. Kommissar Havergang. Das ist ein Herr Kollege. Guten Abend. Hans-Jörg Felmy, um 6 noch vor der Kamera in Wien, mit einer Privatfluggesellschaft hier hingeflogen. Es war einer der schönsten Flüge, die ich je hatte. Vielen Dank den Herren. Unwahrscheinlich, dass Sie im letzten Moment hier noch eingetroffen sind. Sie haben einen Preis. Ja, damit ich mich zurückziehen kann langsam, sollen Sie zumindest einen Teil meiner Funktion übernehmen. In dem nächsten Krimi, den wir im Januar drehen, im nächsten Tatort, werden Sie eine Rolle spielen bei uns. Für eine gute Gage. Für eine gute Gage. Ja, wirklich. Das würde ich sehr gerne tun. Ja? Aber ich darf vielleicht sagen, dazu brauche ich aber auch die Aussagegenehmigung meines Polizeipräsidenten. Das hat er mir eigens aufgetragen, als ich hierher fuhr. Wir hoffen, dass er nicht dagegen ist. Und vor allen Dingen, ich glaube, dass es nicht so schlimm sein wird, weil Sie ja hauptsächlich wahrscheinlich als Leiche auftreten werden. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.